Er stand vor ihr, mit Wein in der rechten Hand und Frühlingsquark in der linken, als wolle er sie einladen. Bist du bei mir, wenn ich falle, fall ich weich? Wenn du gehen wirst, wenn ich schwach bin, sag's mir gleich. Das war mein liebster Satz von dir bisher, weil wir uns natürlich wiederholen werden im Laufe der Zeit und weil wir schon viele andere Geschichten kennen und weil wir auch andere Geschichten wiederholen werden, die vielleicht gar nicht zu uns passen und weil uns diese Wiederholungen nicht davon abhalten sollten, uns wieder zu holen, was vielleicht uns gehören könnte. Du hast sogar zu viel über uns nachgedacht, oder? Nein, im Allgemeinen ja. Eine, quasi alleine, suchen den anderen, wandern im Feld. Einer und eine, zusammen vier Beine, ein Meer aus Gefühlen, wühlen. Das Angebot ist riesig. Und wenn ich mich jetzt für dich entscheiden sollte, solltest du das für mich wissen. Das jetzt ein Kompliment. Nein, also jetzt. Du lernst das mich kennen. Moment mal, du lernst mich kennen und gehst danach erst einmal in eine Kontaktbörse? Ja, also seit unserer letzten Begegnung glaube ich mir endlich wieder, dass ich, sagen wir mal, in diesem Bereich eine Rolle spielen könnte. Das ist schön, das freut mich, dass ich dich durch mein Erscheinen in deinem Glauben bestärken konnte. Ja, ich wusste, ich hätte dir das nicht sagen sollen. Hand in Hand, vorbei an vereinzelten Toten. Er hatte ihr von seinem toten Vater erzählt und von seiner depressiven Mutter und von seinen Ängsten vor fast allem. Und sie gab ihm ihre leere Hand. Und er griff nach ihr und drückte zu wie im Krampf und sagte nichts. Und jetzt stand ein Nichts im Raum und war doch mehr als nichts.